Ich geh mal schlafen. Ich weiß nicht, ob ihr alle schlafen könnt, aber ne, wenn ihr das könnt, dann gerne hinlegen. Hä, das ist doch nicht creepy mit den Viechern. Kathi, nein! Ich muss dringend das Zeug hier rausnehmen. Oh, die Pan lief immer wegen Schlafen? Das ist aber nett. Pan, dankeschön. Pan, ey. Pan Doria. So, kann man denn... Warte mal, ich wollte was ausprobieren. Moment. Ich sollte das vielleicht aus der Hand nehmen. Wait just a minute. Seid ihr Kannibalen? Wollt ihr eure eigenen Chickens essen hier oder was? Was ist mit euch los? Gut, dass die Musik gerade nicht aufdringlich laut wird. Server in dem Fall ist mein Gehirn dann, ne? Was wollte ich denn? Ach ja, ich wollte Holz. Hab ich Holz? Ich hab kein Holz. Scheiße. Weg. Da haben wir Holz. Ich war nicht auf dem Hessentag, ne. Nee. Jetzt brauche ich noch Sticks. Ich glaube, der Erik spielt privat einfach nur so ein bisschen. Einfach so ganz entspannt. Bisschen Minecraft zocken. Ah ja. So. Schilder. Ich brauche Schilder. Alter, der Dry, ne? Das ist unfassbar, der Junge. Der fällt einem immer wieder in den Rücken. Gott, ist das widerlich. Oh, das sieht geil aus. Genauso habe ich mir das vorgestellt mit dem Schild. Leck mich doch am Arsch. Huch, da ist es ja. Guten Tag. Oh, das muss... Ah, dass man auch mal warten muss, bis das wieder begrünt ist, ne? Das ist irgendwie blöd. Das sieht auch kacke aus. Nee, das gefällt mir nicht. Ich finde es dreist, dass er mir in den Rücken fällt. Absolut. Martok, vielen Dank für deine 2 Euro. Jetzt geht's rund, rief der Spatz und flog in den Ventilator. Alter. So. Und so. Ja, da passt. Was wollte ich jetzt hier machen? Ah, Karotten. Okay. Müssen wir holen. Aber keine mehr. Was hättest du, beziehungsweise ihr von Schwarzwälder Kirschtorte? Du meinst, was ich von Schwarzwälder Kirschtorte halte? Alter. An sich finde ich Schwarzwälder Kirschtorte extrem geil. Kirschtorte. Extrem lecker. Das einzige Problem, das ich mit Schwarzwälder Kirschtorte immer habe, ist, dass die einfach immer viel zu schnell leer ist. Schwarzwälder Kirschtorte. Es ist einfach immer viel zu schnell leer. Ist das jetzt richtig? Ja. Immer viel zu schnell leer.
Aber ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte. Das Ding ist, das ist die einzige Torte oder allgemein so diese Fruchttorte, die ich echt gerne esse. Anderes Problem, was ich immer mit Schwarzwälder Kirschtorte habe, ist, dass da immer, also in den Kirchen sind diese Kerne drin. Und ich habe mir da schon so oft einfach, als ich da drauf gebissen habe, so der Zahn, das hat einfach so wehgetan. Aber, boah. Also allgemein Sahnetorte, ey. Boah. Hätte jetzt echt Bock drauf. Hä, Dry, bist du doof oder was? Bleibst du vielleicht mal hier? Glaube ich ja jetzt aber, wa? Bleibst jetzt mal schön drauf. Der geht einfach runter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn los mit dem? Rhabarberkuchen ist auch nice. Die Schilder gefallen mir aber noch nicht so wirklich, ne? Und was waren da nochmal für Steine, die ich hier benutzt habe? Mann, ich bin... Was war das? Ah, die waren das, glaube ich, ne? Ja, sehr gut. Also, Dry, ne, du kannst gerne wieder draufkommen. Also, das ist jetzt, ne, die Lecks sind dann trotzdem immer noch da. Siehst du? Es leckt immer noch. Oh, das geht erstmal. Wie viel RAM und Speicher hat der Server insgesamt? Ich habe keine Ahnung. Wo kriege ich jetzt eine Torte her? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was? Ich habe noch Kartoffeln. Oh, es sind noch Kartoffeln im Inventar. Nice. Tschüss. Katis Hühner sind dran schuld. Absolut. So. Mittlere Maustaste drücken geht bei mir nicht. Nö, geht nicht. Hattest du Performance-Probleme? Nee. Das Problem war gewesen, wir haben gewechselt, weil, warum haben wir gewechselt? Achso, wir haben gewechselt gehabt, weil der andere Shader immer so Probleme gemacht hat. Da hat immer alles irgendwie so komisch rumgewackelt. Und also die Dings haben so komisch rumgewackelt, die Bäume zum Beispiel. Also der Shader hat irgendwie so richtig Disco gespielt. Jo. So, wie weit sind wir hier? 40, 40, das sollte erstmal reichen. Schulterbein hier raus. Und jetzt müssen wir die Steine nochmal brennen. Also, das heißt, hier nochmal welche rein. So. Würdet ihr bitte mal aufhören, mich hier wegzuschieben? Das wäre sehr nett von euch. Dankeschön. Ihr alten Kackhühner. Ich brauche nochmal Kohle. Hähnchen. Hähnchen, Hähnchen, Hähnchen. Hier. So und so. Hier reicht die Kohle. Ich gehe davon aus. Was? Huch. Was brustelt denn hier? Ah. Glas. Lecker. Was ich... Ach, guck mal, ein anderer Baum ist gewachsen. Ich glaube, der sieht aber komisch aus. Ach nee, der geht eigentlich. Nee, sieht gut aus. Das ist okay. Da ist es schon in Ordnung. Ist elf Denker deiner Hundis. Ja, 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 ich krieg Bescheid, wenn wir Gassi gehen. Ich krieg Bescheid. Ich kriege Bescheid. So. Ach, jetzt muss ich noch auf die Steine warten. Ach Gott, ey. Das Ding ist, eigentlich brauche ich die gar nicht. Die Steine aber eigentlich schon. Das heißt, wir werden die Hälfte von den Steinen am Ende wieder wegtun müssen. Aber das ist schon okay. Und die schicken SMS, genau. Wuff, wuff, Gassi gehen, wuff. Wahrscheinlich. Hm. Wie
kann und ich gehe Eier sammeln. Ach nee, warte mal, erstmal gehe ich Eier wegbringen. Moment. Und allgemein den ganzen Stuff hier mal einsortieren. Warte mal. Ja, diese Eier, ne? Ich glaube, ich werde wohl irgendwann mal meine Eier loswerden müssen irgendwo. Kathi, dürfte ich mal bei dir meine Eier entleeren? Das klingt irgendwie falsch. Weißt du, Dry, kannst du nicht einfach wieder auf den Server kommen, bitte? Kathi, wegen dir habe ich so viele Eier. Was soll ich denn machen? Ich muss die doch irgendwo entleeren jetzt. Sonst platzt meine Kiste irgendwann. Was soll ich denn machen? Erik, halt dich da bitte raus. Kann man denn hier was anderes mit den Eiern machen? kann man Spiegeleier machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Blastfurnaze. Was ist das? Spinnenei? Nee. Das ist doch doof. Back dir einen Kuchen. Ein Freund besitzt diese Eier bereits. Ja, ich weiß es nicht. Mal gucken. Netherrack. Warte mal, wir haben doch den Netherrack hier irgendwo reingepackt. Da. Stone Slab. Ja, wo haben wir? Warte mal, hier. Ich pack das mal einfach hier rein. Das brauchen wir gleich. Stone Slab. Hallo? Ach, ist das ja. Packen wir mal hier rein. Weit wohl. Was braucht man denn für eine Leine eigentlich? Da müssen wir wahrscheinlich wieder oben in den Crafting Table. Was war das? Hier. Seil? Hä, wie heißt denn das Ding? Ah, ich habe das auf Englisch stehen, ne? Ah, warte mal, ich stelle das mal auf Deutsch. Optionen, Language. Da kommt doch schon wieder jemand die Tür rein. Kathi, wenn du jetzt hier irgendwelche Eier auslegst, ne, oder hier wieder Eier reinschießt, ich töte alle Tiere auf der Modfarm. Alle. Deutsch. Kathi, ich werde jedes einzelne Tier töten auf der Modfarm. Wo ist denn hier German, verdammt nochmal? Blöd. Ah, hier. So. Na? Jetzt schießt du mich mit Schneebällen ab, das ist ja wohl ein Witz. Das ist aber schon ein bisschen, Kathi, ne? Was ist das? Sehr gut. Okay, ich warte mal, ich pack mal den Setzling hier oben rein. Hier. Jetzt hab ich hier so einen Schneeball, Alter. Toll. Das war es nicht, was ich wollte. Ich pack mal das bisschen Sand hier rein. Wo habe ich denn Holz hier? Warte mal, Holz da. Da will ich hin.
Okay, den Zaun packen wir auch erstmal hier rein. Den brauchen wir erstmal nicht. Die Sticks packen wir auch erstmal rein. Oh, ich kann gut whispern in dem Spiel. Ich hätte Whisper eingeben müssen, ne? So, warte. Hier ist was zu essen, glatter Stein. Ich guck mal, ob die Sachen endlich fertig sind. Ice Striker, viel Spaß auf Arbeit. Whisper mit. Name, Nachricht. Ah, okay. Man lernt nie aus. Dankeschön. So. Glatter Stein. So, das wird wahrscheinlich schon. Ah ja. Ich weiß, man hätte das anders machen können, mit linke Maustaste ziehen und drücken und hast du nicht gesehen und von hinten einmal, ne, ich weiß. Wollte ich jetzt aber nicht. Okay, mal gucken. Wie gesagt, die Hälfte davon wird wahrscheinlich sowieso gleich wieder wegkommen, aber naja, ist ja egal. Ich nehme hier doch nochmal zwei rein. Weil sonst ist das ganze Vorhaben ein bisschen lächerlich gewesen. So. Jetzt natürlich die Frage. Hier können wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Ach, fuck. Komm, wir ziehen hier auch nochmal durch. Ja, vielleicht brauchen wir doch nochmal welche. Mal gucken. Könnte sein, dass wir doch nochmal was brauchen. Wir schauen mal. Pass auf. Schlafen? Vielleicht? Wir können schlafen. Also von mir aus können wir schlafen gehen. Ich stelle hier drauf. Tschüss. Ach, er geht noch nicht. Okay. Du kannst nur nachts und während eines Gewitters schlafen. Oh, während Gewittern kann man auch schlafen gehen. Okay, das ist cool. Das ist nice. Das ist die Garage. Mann, es ist doch gar nicht dunkel. Scheiße, ich dachte, es wäre schon voll dunkel. Kacke. Okay, wir gucken die Nacht herbei, ja? Jetzt können wir aber. So. Plus Lull. Ah, sehr schön. Angenehm. Gut genächtigt. Okay. Ich überlege gerade, ob wir das sogar nicht noch ein Stückchen rausziehen können, ne? Dafür brauchen wir aber noch mehr von diesen Slabs, also es ist wohl scheinbar doch noch nicht genug. Ein schönes Banner, das stimmt. AMG, adieu mein Geld.
Okay, ein paar konnten wir zum Glück nochmal machen. So, ne, das sieht gut aus. Alles gut. Das ist wirklich cool. Pass auf. So, dann können wir das hier auch noch zumachen. Guck mal. So. Drei. Lol. Na, so geht das aber nicht. Stümperei. Stümperei. Haben wir noch Glasscheiben? Moment. Oh, warte mal, ein 10€ Donation. Moment. Moment, das muss ich vorlesen. Habe gerade dein Get Digital Unboxing geschaut und stelle fest, dass du wohl einiges jünger bist und Asterix und Erobert Rom nicht kennst. Hier etwas Geld für den Film, damit du noch was zu Position A38 lernst. Naja, gut, was heißt jünger? Also, ne, 27. Aber ich habe halt nie Asterix und Obelix geguckt. Also, ich hab das schon geguckt, aber ich habe es halt nicht so geguckt. Ich habe es auf jeden Fall nicht so geguckt, dass ich es bewusst quasi wahrgenommen habe. Ne, wenn ihr versteht, was ich meine. Also geguckt habe ich es auf jeden Fall. Aber Dankeschön trotzdem für deine 10€. Vielen, vielen Dank. Ich habe doch Glasscheiben dabei, ich Idiot. Toll. Prima. Toll, Tobi. So, war das so? Ja, das war so. Okay, wunderbar. Gehen Sie mal bitte aus dem Weg. So, aber bevor ich hab's geguckt, ohne dass ich es bewusst wahrgenommen habe. Tobi in der Nutshell. Ach, weißt du, Erik, komm. Komm, Erik, weißt du? Okay, wir müssen die Erde dahinter wegmachen. Das geht nicht. Aber ich würde jetzt mal ganz kurz Hundipause machen. Bevor ich jetzt hier hinten weiterbaue. Du hast es gelesen, aber nicht bewusst wahrgenommen. Genau das. Also ich mache jetzt eine ganz kurze Hundipause. Ich logge mich so lange aus vom Server. Und dann bin ich gleich wieder da. Ich denke mal so, ja, sag mal allerhöchstens Viertelstunde. Allerhöchstens Viertelstunde, 20 Minuten bin ich wieder am Start. Ne, wir müssen kurz mit den Hunden mal rausgehen, dass die mal ein bisschen vor die Tür kommen. Ne? Gerrit, ich grüße dich. Ich habe die Aufnahme gar nicht gestartet. Lol. Hallo. Also ganz kurz für alle auf YouTube, ne, wenn ihr das sehen solltet. Wir haben jetzt einen Schneemann hier drinnen wohnen, der heißt Klaus. Grüße gehen raus an Kati. Ja. Ich weiß nicht, was Kati damit kompensieren muss. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Bei ihr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich brauche dreimal Eisen. Fuck. Der Chat wollte es so. Ihr braucht euch nicht für Kati opfern. Ist schon okay. Kati ist Herrin des Bösen. Und gleichzeitig Herrin des, Herrin der Zuvorkommnisskeit. Komm ich. Der Nettigkeit. Herrin des Bösen und Herrin der Nettigkeit. Deswegen bin ich Mod. Ja. Aber ich dachte, wir spielen ohne Mods. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich überlege gerade, wie wir das jetzt am geschicktesten machen. Ich glaube so. So. Also ich überlege mir gerade zwei Varianten, die man hier machen könnte. Entweder... Wir machen jetzt hier quasi so ums Eck. Bis hier, also hier so, bis hier. So noch rum. Dann haben wir hier eine kleine Terrasse. Und haben dann so einen Teich. Und machen dann kein Glas drauf, sondern lassen es so. Oder wir machen hier komplett drunter quasi. Hüllen das komplett aus. Machen Glas drüber und buddeln so einen 3-4 Block tiefen Teich da drunter. Ich bin gerade überlegen, was cooler ist. Ist ein offener...
Ob es cooler ist, wenn das Ding offen ist oder ob wir da Glas drüber machen. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, was geiler ist.